Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen heute Pflanzen gegen Zombies. Ich sag mal. Dieses Spiel ist nämlich sehr bekannt und ich wollte schon ewig lange mal Let's Playen, aber ich hab's nie wirklich Let's Play, sag ich mal so. Ich wollte es schon lange Let's Playen, aber irgendwie, ich hatte das Spiel halt nicht und dann vor ein paar Monaten oder länger, da war das Spiel auf Origin mal kostenlos, da dachte ich mir, hol ich es mal, falls ich es irgendwann dann endlich mal Let's Playen möchte und dann jetzt habe ich jetzt so entschlossen, das endlich mal zu Let's Playen. Ich werde auf jeden Fall das Abenteuer, Abenteuermod werde ich auf jeden Fall 100% machen. Die anderen weiß ich noch nicht, ob ich die mache. Vielleicht, mal gucken. Wir werden uns erstmal umbenennen, weil ich bin nicht Test. Ich bin, Brisaza. So, das sollte ganz gut sein. Ja, denke ich schon, ja. Und es gibt hier so einen Sombata. Ja, akzeptieren. Einfach mal so. Und hier, da kann man sich einfach so einen eigenen Zombie erstellen, denn das ist hier die Game of the Year Edition. Goatee Edition. Und da gibt es halt das hier, warum auch immer. Wenn man mal Bock hat, dann kann man sich hier eigenen Charakter machen. Mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt gerade keinen Bock habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Das geht mir mal auf Hilfe. Vielleicht kriegen wir mal ein bisschen Hilfe hier. Hilfe zum Spiel Pflanzen gegen Zombies. Wenn die Zombies auftauchen, verhalte dich einfach ruhig und tu gar nichts. Du gewinnst das Spiel, wenn die Zombies dein Haus erreichen. Diese Hilfseite präsentieren die Zombies. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist ein Tower Defense Game, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ohne langes Geplapper an zu spielen. Oh shit, ich habe Angst. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ups, sorry. Ja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Copcap Games präsentiert. Pflanzen gegen Zombies. Yeah. Und mein Let's Play dazu. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, deshalb habe ich irgendwas. Ich versuche so gut wie möglich in dieser Folge das Spiel zu erklären und in den nächsten einfach euch wenig Taktik zu erzählen oder irgendwas zum Spiel zu sagen. Geklopft zusammenpechen, um es aufzunehmen. Genau. Und zwar ist das Spiel, wie gesagt, Power Defense Game und das ist unsere Kanone so gesehen. Die schießt dann Erbsen. Krass, oder? Ist ein bisschen wenig Gras nur hier. Kriegen aber demnächst mehr Gras. Ich wollte gerade sagen, das ist ein wenig zu wenig Gras. Ja, macht Sinn. Ja, tut mir leid, dass ich so ein wenig hektisch bin. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich das anfangen soll, das Display. Aber ich weiß, die meisten kennen das eh, das Spiel. Das ist irgendwann 2009 oder so erschienen für PC und Handy. Ich hatte das Glück, dass ich hier die komplette deutsche Version bekommen habe. Hat man nicht alle Tage. Und das war es auch eigentlich schon mit dem ersten Level. Jeden Abschnitt, das ist ja Level 1-1. Und diese 1, die kann sich, ich glaube, 8-mal oder 10-mal ändern. Aber allgemein, die zweite Zahl, es gibt insgesamt 10 Level in einer Stage, sagen wir mal Stage, ja. Und was haben wir denn hier bekommen? Eine Sonnenblume. Was hat das denn zu bedeuten? War es gut? Nein? Gutes Acting, ne? Sonnenblume gibt ja 1 extra Sonne. Yay! Oh Gott, das sind noch mehr Zombies. Ist ja Apokalypse ausgebrochen oder was? Komm, wir brauchen ein bisschen mehr Gras. So, und jetzt die Sonnenblume. Die ist äußerst wichtig, genau wie es hier steht. Pflanze sie mindestens 3-mal. Genau. Kann man nicht genug. So. Denn die hier, normalerweise kriegt man eigentlich ja auch einfach Sonne von der Sonne. Sonnenenergie von der Sonne. Aber die Sonnenblumen, die geben mir auch Sonnenenergie, wie rum wir sie es machen. Ja. Das ist ein Spiel, braucht keine Logik. Yay. Und jetzt kriegen wir viel, viel mehr Sonne. Oh shit, ich brauch dringend eine Erbse. Erbsenkanone. Hallo. Okay. So. Meine Taktik ist, by the way, einfach hier hinten alle Sonnenblumen hinzupacken. Und dann hier vorne Schießer. Aber es wird noch viel, viel, viele mehr Pflanzen geben. Das werdet ihr noch alles sehen. Oh, das hätte ich vielleicht nicht pflanzen sollen.
Ja, wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr Pflanzen und die werden wir noch alle sehen. Ich freue mich schon drauf. Oh, ich weiß nicht, ob der Chef. Ja, ich muss ihn aufhalten. Und schafft das vielleicht noch. Hier sieht man hier. Lecker Sonne. Sonnenblumen meine ich natürlich. Sorry. Ja, was gibt's denn sonst noch zum Spiel zu sagen? Kostet, glaube ich, jetzt 5 Euro. Also, auf dem Handy ist es aber, soweit ich weiß, kostenlos. Also, ich habe es kostenlos spielen können. Ja. Und den machen wir auch noch down. Hier unten seht ihr, by the way, wann wir fertig sind. Hier kommt, bei so einer Flagge, kommt einfach ein Boss-Zombie. Oder nicht Boss, sondern so eine große Welle. Boss-Zombies gibt es, soweit ich weiß, nicht. Nee, soll es nicht geben. Aber große Wellen. Und bis dahin sollten wir aber auch schon alles aufgebaut haben. Und diese Anführer-Zombies, die eine Flagge vorhaben, die sehen wir jetzt. Und die können wir selbst gestalten mit dem Zombatar. Durch die Gaudi Edition. Ja, den da. Der kann dann so aussehen, wie wir wollen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Kann ich vielleicht nächste Folge oder übernächste Folge irgendwo machen. Weiß ich nicht. Ich dachte mal halt, ich halte mich jetzt nicht daran auf. Weil ich möchte ja jetzt viel zeigen in der ersten Folge. Oder zumindest versuchen, viel zu zeigen, ne? Und ich weiß, die Sache ist, es ist so ein ganz kleines Fenster. So ganz, wirklich ganz kleines Fenster. Hab's groß skaliert für euch. Und meine Maus ist einfach vergrößert worden, ja? Normalerweise ist meine Maus nämlich mega klein. Also, die Maus ist jetzt bei mir hier doppelt so groß. Weißt du? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber was haben wir denn hier? Kirschen? Oh, das ist wütend. Wütende Kirschen. Lass mal sehen, was das hier ist. Eine Kirschbombe! Sprengt alle Zombies in einem Bereich. Die sind echt, echt wütend, die. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu alt. Ich meine, ja gut, was sage ich da? Ich Let's Play Gameboy spiele, also. Dann wird das hier doch nicht alt, doch nicht zu alt sein, oder? Ja, aber trotzdem, viele Leute kennen das Spiel. Ja, vielleicht gucken sie es ja halt deshalb nicht. Aber ich finde es schon ziemlich interessant, vor allem, weil die meisten kennen ja jetzt nur Garden Warfare oder Garden Warfare 2. Diese Shooter-Games von pflanzlichen Zombies. Die sind ja nicht mal schlecht oder so. Ich hab die halt leider nicht. Sieht auch ziemlich cool aus. Und ja, aber ich mag irgendwie auch die 2D-Klassiker hier. Oder die, ja, doch, eigentlich schon 2D, würde ich sagen. Ja, ich mag die halt sehr. Es gibt nur noch, es gibt noch einen zweiten Teil, aber das war's auch schon. Ansonsten gibt's noch ein Kartenspiel, dann gibt's noch Merchandise, dann gibt's noch, was gibt's noch? Ich glaube, das war's sogar schon. Ja. Aber trotzdem sollte es eigentlich so gut wie jeder von euch kennen. Ja. Was war das gerade? By the way, falls ihr euch fragt, was diese Rasenmäher hier machen, falls alle hier zum Beispiel tot sind, ne? Und ein Zombie kommt hier durch und latscht auf den Rasenmäher, dann wird er einfach alle Zombies in der Reihe töten. Allerdings ist das hier dann weg. Und wenn die dann nochmal passiert, dann haben die uns gefressen, haben die unser Gehirn. Ich finde, dadurch, dass wir die Rasenmäher haben, ist das Spiel viel einfacher. Weiß nicht, ich fände es besser, wenn man das an- und ausstellen könnte, persönlich. Ich meine, man kriegt ja sogar noch Geld, wenn man die behält. Aber das erst später. Ah, vielleicht muss ich zu viel gespoilert gerade. Aber egal. Die Musik in dem Spiel ist auch ziemlich nice. Muss man schon sagen. Ja, also ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht viel zu laut. Kann sein, dass der Sound allgemein alles laut ist. Aber ich konnte es halt nicht irgendwie anders sein, also anders machen. Ich kann es ja hier nochmal ein wenig leiser machen. Ups. So, aber leiser könnte ich jetzt das nicht machen, denke ich, weil sonst ist es halt echt schon langweilig und dann hört man das auch gar nicht. Ich möchte, dass man die Musik und die Soundeffekte gleich gut hört. Mehr oder weniger. Aber ich glaube, das ist so okay. Ist jetzt nicht das Beste, aber es ist okay, denke ich.
So, wenn jetzt ganz viele kommen, dann mache ich die Kirschbombe und dann gibt's richtig Stress, ey. Hier. Und das war's. Yay! Und wir kriegen eine Nuss. Aber es ist nicht nur eine normale Nuss. Es ist eine Walnuss. Die Walnuss wehrt Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Jo, nice. Die haben alle so einen Zylinder auf, Alter. Dadurch sind die geschützt. Falls es noch nicht gemerkt hatte. So, und jetzt haben wir das große Spielfeld, genau. Größeres bekommen wir nicht. Aber ich glaube, damit können wir auch zurechtkommen. Ich muss sagen, die Kirschbombe ist jetzt nicht so eins, ist jetzt nicht so meins. Ich nehme sie zwar manchmal rein, aber nur kommt darauf an, was wir so gerade an der Welle haben. Weil später können wir nämlich auch noch entscheiden, welche wir nehmen. So, jetzt brauche ich aber wirklich mal eine Erbsenkanone, bitte. Hallo. Hallo! Da kommt näher! Immer wenn ich was brauche. Oh, jetzt ist auch noch falsch platziert. Ach, egal. Machen wir nur eine Reihe. Ich wollte ihn da gar nicht platzieren. Das wäre besser, sonst wäre der gefressen worden. Brains. Ja, ich platziere jetzt alle dort. Kommt der hier nicht mehr durch? Dum, bum, bum, bodorum. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so mit dem Spiel verbindet. Ob ihr das früher mal gespielt habt oder ob ihr es überhaupt nicht kennt oder was auch immer. Das würde mich mal interessieren. Was eure Erfahrungen so sind mit diesem Spiel. Weil ich persönlich habe das richtig gefeiert. Ich habe sogar mal so ein paar Euro dafür ausgegeben, also halt für Ingame-Käufe. So was ich natürlich heutzutage nie wieder machen. Ingame-Käufe. Außer natürlich bei Smash Bros, aber das ist anderes, Leute. Ansonsten würde mir kein Spiel einfallen, wo ich Ingame-Käufe machen würde. Jetzt gerade zumindest. Ja. Ja, die Erbsen, Walnüsse. Die brauchen extrem lange, damit die wieder aufladen. Aber wenn die dann aufgeladen sind, kann man die einfach wieder benutzen. Oh, jetzt nascht er da. Lecker Walnuss. Das schmeckt ihm wohl, wa? Das schmeckt ihm wohl. Alter, ich bin an der Couch. Kill die doch mal. Ich wollte schon sagen, du. Alter. Die halten zwar lange aus, aber trotzdem. Kein Risiko angehen. Das einzige die einzige schwierige Passage in dem Spiel, soweit ich weiß, ist der Endboss. Ansonsten ist das Spiel, finde ich zumindest, ziemlich einfach. Ich hatte nie sonst ansonsten kein Problem mit. Ja. Man kommt auch ziemlich schnell ins Gameplay rein. Das ist eins der guten Tower Defense Spiele, wo man noch richtig gut ins Gameplay reinkommt. Also es gibt ja so Tower-Defense-Spiele, da wirst du einfach reingeschmissen und dann musst du alles nah angucken und stirbst sofort nach 2 Minuten. Weil du einfach keine Ahnung hast, was du eigentlich machen sollst. Also natürlich beschützen und so. Ups. Oh Leute, ich habe das Spiel angehalten. Sorry. Alles gut, wieder. Alles gut. Ja. Oh, jetzt kommt die Welle. Jetzt kommt die letzte Welle. Eine riesige Welle kommt. Ich habe meine Kirschbombe bereit, ja. Wie so Aliens, Alter. Okay. Und kaboom. Okay, nice. Das war's dann. Jetzt ist der noch. Warten wir. Komm, es muss schneller gehen. Stirb endlich. Okay. Und wir kriegen eine Schaufel dafür. Okay. Nice. Eine Schaufel. Damit kannst du Pflanzen ausgraben, um Platz zu schaffen. Ja, das ist ziemlich nützlich. Wenn du zum Beispiel, wie ich vorhin, den Erbsenschießer falsch hin platziert hast, dann nimmst du einfach die Schaufel, tötest den und dann kannst du den nochmal. Dann kriegst du ihn zwar nicht wieder, aber du hast dann wieder Platz. Kann nützlich sein. Ja. Und wer ist das denn hier? Hallo Nachbar. Ich bin Deppy Dave. Aber nimm mich ruhig, Deppy Dave. Immer, ich habe eine Überraschung für dich.
Aber zuerst muss ich einen Rauschen erfreuen. Benutze die Schaufel und komm die Pflanzen da aus. Möge das Buddel beginnen! Okay, was ist das für einer? Schaufel! Ich hab das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Schaufel! Jetzt kommt die Überraschung! Wir gehen bauen! Hier in diese Walnuss! Warum ich eine Walnuss gebe? Weil ich Stefan bin! What the fuck? Und jetzt los, baule wie der Teufel! Asuka. Jetzt kommt die epische Minigame-Musik. Ich liebe die Musik. Ja. Jedes fünfte und zehnte Level kommt eine Art Minispiel. Also halt das zehnte Level ist das letzte Level einer Welt. Eine Stage, sage ich lieber. Die Bombe, boom. Die gibt's nicht in normalem Game, nur hier im Minigame. Und das Minigame können wir auch, wenn wir es durchhaben hier, selber nochmal anspielen und dann auch schwierige Versionen davon spielen. Ja, das Spiel wird eigentlich kaum langweilig. Außer du hast alles natürlich dann schon. Die Musik muss man einfach hören. Denn sie ist richtig episch. Yeah, yeah. Bei Kombos kriegt man normalerweise auch Münzen, aber noch nicht. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das kommt noch. Dieser Deppy Dave, den werden wir noch oft treffen. Und der ist auch ziemlich nützlich. Oh nein, das war dumm. Oh, das war dumm. Ich dachte, oh. Ich kann auch, was ich da dachte. Das war dumm. Oh Gott, die kommen näher. Ja, das war dumm. Ich dachte. Ja, shit, das war's jetzt. Oder, ihr. Nein, treff den doch. Okay, ja, jetzt sind wir richtig. Oh, jetzt wird's knapp. Treff die. Ah, warum triffst du denn keinen? Jetzt aber. Oh, einen zumindest. Jetzt aber, ja. Boom. Treff einen. Oh, shit, da kommt näher. Wir haben noch nicht verloren, wenn die hier drüber sind. Nur ab hier können wir halt einfach unsere Walnüsse benutzen. Das Ziel zählt immer noch. Und nein, das hier ist jetzt kein Bug oder irgendein Fehler von meinem Editing, dass man hier nicht ganz sehen kann. Das ist das Spiel. Ich werde nicht verlieren gegen Hirnose. Gibt's eigentlich. Nee, egal. Was wollte ich sagen? Ich kann euch auf jeden Fall versichern, das Spiel hat noch viel, viel mehr zu bieten als so dieses eine Minispiel und das gleiche Gameplay. Das Spiel hat noch viel, viel mehr Variationen. Und was kriegen wir denn hier? Eine Kartoffel? Ja, eine Kartoffelmine. Explodiert bei Kontakt, das Schaf machen dauert aber etwas, ja. Oh Gott, nein, nicht der. Der kann einfach drüber springen. Der kann einfach, wenn er den ersten Zombie, den er sieht, springt er drüber. Und das ist er normal. Aber der ist richtig schnell am Anfang. Und wenn man den dann als erstes vorne hat, dann springt er natürlich über den drüber. Und dann ist sein Schutz einfach komplett nutzlos. Das ist ja ziemlich ärgerlich. Also wie gesagt, ihr seht einfach alles, was ich hier gerade sehe. Eine größere Resolution hat er, also ja, hat das Spiel nämlich nicht. Ich wollte noch nicht weit stretchen, so ganz raus. Wollte ich jetzt einfach nicht. Deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir machen hier eine Kartoffelmine. Das heißt, dass wenn er da hinkommt, dann ist er down. Da ist es zum Beispiel die Kartoffelmine nice. Weil die muss erstmal aufladen. Und dann irgendwann springt die raus. Und dann ist sie bereit. Aufladebereit. Yeah. Da ist noch einer. Ich würde sagen, da tun wir jetzt noch einen hin. Da ist jetzt bereit. Ich finde das Spiel einfach nice. Man wird Zombies einfach mit fucking Obst, Gemüse, Pflanzen und sowas ab. Bumm, Erfolg! Yay, ich habe ein Achievement erreicht. Was mir zwar nichts bringt, weil ich nicht auf Steam bin, aber cool. Lol. Blum, blum, blum. Ja, und ich hoffe, dass euch dieses kleine nebenbei Let's Play
euch gefällt. Das Let's Play wird nicht lange dauern. Also der Abenteuermodus dauert vielleicht 20 Folgen, vielleicht auch weniger. Ja, ich denke auch weniger, 20 Folgen. Oh shit, hier habe ich ja gar nichts. Fuck. Ja gut, die sind jetzt... Okay, dann zeige ich euch mal, was hier passiert, wenn ich die da durchlasse. Jetzt habe ich eh nicht auf den geachtet. Das war ziemlich dumm von mir. Und da unten habe ich auch nicht geachtet. What the fuck, was ist denn los? Was naschst du so laut, Alter? So, jetzt seht ihr das hier. Und da kommt auch schon der Nächste. Der wird jetzt auch getötet. Hier. Und da sind sie down. Nein, das kommt der. Gib mir eine Sonnenblume. Am besten so machen. So. Das ist nämlich sinnlich. So, ich hoffe, die kriegen wir noch down. Es gibt uns hier auch noch Sonne. Aber gleich wird sie eh schon down sein. Hau ab. Also ich habe sehr viel Spaß bei dem Spiel, muss ich sagen. Und ich kann es auch nur empfehlen. Jetzt schon in der ersten Folge. Eine Empfehlung. Aber ich habe es ja auch gespielt. Es ist jetzt nicht hundertprozentig blind. Und ich habe es halt schon lange nicht mehr gespielt. Von daher weiß ich jetzt auch nicht alles auswendig und so. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu sagen? Nee, ich denke nicht. Ich glaube nicht. Ich werde noch die restlichen Sachen, denke ich, in der nächsten Folge erstmal sehen. Und dann kann ich es vertraut erklären. Aber bis dahin habe ich bisher, glaube ich, noch alles erzählt, was man erzählen kann. Jo. Also wie gesagt, mich würde es interessieren, was ihr so von dem Spiel haltet oder was eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Oh, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber wir machen noch die Welle zu Ende. Oh, komm schon, gib mir eine Walnuss. Okay, so. Und da kommt die riesige Welle von Zombies. Da haben wir sie. Der ist eigentlich ganz normal wie nur alle anderen Zombies. So. Einfach nur, dass er eine Fahne hat und dass ihr ihn customizen könnt. Das war's. Oh lol, ich hatte auch noch eine. Hab ich gar nicht gewusst. Also hab ich. Egal. So, das war's. Keine Chance hier, die Zombies. Die können gar nichts. Ease get wrecked, boy. Ha, noch ein bisschen naschen. Und da kriegen wir zur Belohnung eine Eiserbsenkanone, glaube ich. Sieht so ein bisschen aus. Hagelzuckererbse. Okay, so kann man es auch nennen. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Yo. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In Pflanzen gegen Zombies. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.